So, das war das. Jetzt habe ich meinen Zettel weggelegt. Ach hier. Ich habe das, ich habe das. Dann kommen wir schon zu dem Teil, auf den ich mich am meisten freue in unserem Aquapass Clubhouse, nämlich die Interviewrunde. Ich freue mich riesig, dass ich gleich im Zoom-Interview die gute Eleni Möller haben werde. Bevor wir sie hier aber begrüßen, schauen wir kurz mal in den Simuldub, in die erste Folge von Darwin's Game rein. Ein Moment, in dem Shuka und Kaname so das erste Mal richtig aufeinandertreffen und sich ein bisschen was zu erzählen haben, bevor sie sich die Fresse polieren. Fresse polieren sehen wir heute leider nicht, aber ihr könnt ein bisschen reinhören in die Synchro von Shuka von Eleni Möller. Viel Spaß damit. Wo ist sie gerade hergekommen? Aus dem Himmel? Nein, das ist unmöglich. Aber ich hätte nie gedacht, dass sich hinter einem so süßen Avatar auch echt ein so süßes Mädchen verbirgt. Du bist also dieser Shuka? Und du kannst mir verraten, wieso das Darwin's Game existiert und was dahinter steckt? Das kann ich zwar. Allerdings nur, wenn ich dir auch vertrauen kann. Aber weil du dich getraut hast, hierher zu kommen, gibt es als Belohnung die erste Antwort kostenlos. Also was möchtest du wissen? Die erste Antwort ist kostenlos? Dann sollte ich jetzt gut nachdenken. Verstehe. Dann würde ich gerne wissen, wie man dieses Spiel beenden kann. Ich bin nämlich unfreiwillig in alles mit hineingezogen worden. Nanu, schon wieder dieselbe Frage? Ich habe dir doch bereits in meiner Nachricht von gestern gesagt, dass es unmöglich ist, dieses Spiel zu beenden. Aber das macht doch überhaupt keinen Sinn. Jedes Spiel muss irgendwie ein Ende haben. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll, Miau. Wenn du unbedingt aufhören möchtest, dann solltest du wohl sterben. Will die mich verarschen? Was soll das denn für ein bescheuertes Spiel sein? Ich muss draufgehen, damit das Spiel aufhört? Die ganze Sache kann doch auf keinen Fall legal sein. Was soll ich nur tun, wenn es keine Möglichkeit gibt, hier rauszukommen, Mann? Dieses verdammte Game hat einfach alles durcheinander gebracht. Ich hab keinen Bock, den Löffel abzugeben, schon gar nicht wegen sowas. Dann versuch das Spiel zu gewinnen. Um es zu gewinnen, musst du töten. Du musst überleben, verstehst du? Das ist doch gar nicht so schwer. Ich kann doch nicht einfach jemanden töten. Kann ich denn wenigstens irgendwie verhindern, dass ich in der Nacht angegriffen werde? Ich krieg vor lauter Angst kein Auge mehr zu. Miau! Klar, natürlich kannst du das verhindern. Aber bevor ich dir von der Möglichkeit erzähle, muss ich erst sehen, ob ich dir vertrauen kann, Kaname. Das sagte ich doch bereits. Was kann ich denn tun, damit du mir vertraust? Ich bin nicht hier, um dich anzugreifen, glaub mir! Zuerst kannst du mir verraten, was dein Sigil ist. Und danach möchte ich auch noch, dass du es mir vorführst. Ich kann nämlich keinem Spieler einfach so vertrauen, wenn ich sein Sigil nicht kenne, oder, Kaname? Sigil? Was meint sie damit? Ist das ein Begriff aus dem Spiel? Hey, was ist dieses Sigil, von dem du sprichst? Ich habe gerade erst angefangen zu spielen und kenne mich noch nicht aus. Die Schlange des Darwin's Game hat dich doch auch gebissen, nicht wahr? Das sogenannte Sigil gehört zu deiner Evolution, die dir die Schlange zu diesem Zeitpunkt geschenkt hat. Evolution? Wovon redet sie? War diese komische Schlange, die mich gebissen hat, etwa echt? So, da sind wir wieder. Das war ein Ausschnitt aus Darwin's Game und ich freue mich jetzt riesig, Eleni und Spencer im Interview begrüßen zu dürfen. Wo ist Spencer? Da ist Spencer. Hallo! Hallo Spencer, wie geht es dir heute? Spencer hat Geburtstag! Er hat Geburtstag, der ganze Chat sollte Spencer jetzt ein Ständchen singen. Es ist schade, dass wir kein Audio haben. Oh, das wäre süß. Okay, du kannst jetzt gehen. Tschüss. Tschüss Spencer. Er wird sich mit Sicherheit noch bemerkbar machen im Verlauf des Interviews. Auf jeden Fall, er ruft sich wahrscheinlich dahin gleich. Sehr gut. Eleni, schön, dass du Zeit für uns hast. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's super, wie geht's dir? Hervorragend. Ja. Sensationell. Nach dem Clubhouse habe ich immer noch eine Stunde Arbeit, dann habe ich Feierabend. Dementsprechend sind jetzt noch anderthalb Stunden. Und ich bin mir sicher, du wirst mir diese anderthalb Stunden die nächsten 20 bis 30 Minuten noch versüßen.
Ich werde es versuchen, aber ich kann dir wirklich nichts versprechen. gucken wir mal. Für die Community kurz die Info, wenn ihr Fragen habt an Eleni, einfach in den Chat schreiben. Ich werde dann versuchen, sie mitzulesen, wenn ich sie nicht überlese, weil ich gerade mich auf was anderes konzentriere. Aber prinzipiell dürfte Eleni auch Fragen stellen zu Gott und der Welt und Spencer. Das freut mich. Hast du Spencer, hast du Spencer was zum Geburtstag geschenkt? Nein, nicht. Du hast Spencer nicht zum Geburtstag geschenkt. Und da wunderst du dich, dass er sich so schlecht findet. Eigentlich mache ich das ja, aber dazu müsste ich in den Pet Shop und der ist auf der anderen Straßenseite, ich verstehe, ja, das ist zu viel Bewegung. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin so müde, okay, schon seit Tagen. Ich will nur schlafen. Ich zocke bis spät in die Nacht und. Was zockst du? Momentan League of Legends und ein bisschen Final Fantasy 12, oder? Ist 14, nee, 14. 14, dieser neue, nicht der neue. Warte, ich hab's. Ja, so wie World of Warcraft ist, wo man so seinen eigenen Charakter designt und so. Ist Final Fantasy 14 online ist das doch, glaube ich, genau, oder? Genau. Ich glaube, das ist das schon. Guck mal ja, an. Ich bezahle dafür 30 Euro im Monat, also mal schauen, ob sich's lohnt. Ha? 30 Euro ist ja ziemlich heavy. Was kriegst du dafür geboten? Dass ich das Spiel spielen darf. Oh, das ist aber großzügig von Square Enix. Ja, ja. Ach, ja. Deswegen spiele ich jetzt viel, damit es sich lohnt. Dann fühle ich mich nicht so schlecht danach. Weißt du, es gibt auch Menschen, die kaufen sich Division 2 zum Vollpreis und haben es bis heute noch nicht gespielt und denken sich, warum habe ich das eigentlich getan? Mittlerweile gibt es im Sale für 20 Euro, glaube ich. Naja. Egal. Ja, du bist eine Gamerin, aber du bist natürlich auch Synchronsprecherin. Hast für uns ja, wie gesagt, Shuka in Darwin's Game gesprochen. Erster Simuldub bei uns und bei Wacker Nim. Und erinnerst du dich noch an die Rolle eigentlich? Ich meine, das war im Januar. Ihr Sprecher seid ja manchmal so... Das war im Januar. Bei wen hältst du mich? Natürlich erinnere ich mich dran. Es gibt Sprecher, die erinnern sich doch nicht mal an das, was sie letzte Woche gesprochen haben. Synchron vergesse ich nicht. Ich weiß alles über Shuka. Tatsächlich habe ich sogar Recherche gemacht, um zu sehen, wann Kaname ihr endlich sagt, dass er sie auch mag. Weil ich wollte das unbedingt sehen. Es ist im Manga, ich glaube, Volume 16 und danach... Hallo, nicht spoilern. Nicht spoilern. Da. Aber danach vögeln sie. Das ist sehr schön. Wir wissen das jetzt schon alle. Auch da haben wir dann die unzensierte Version vielleicht im Jahre 2038 bei uns auf Disc erhältlich. Mal gucken. Sehr schön. Das würde mich freuen. Ich mochte Shuka. Shuka war cool. Shuka ist auch, glaube ich, mit so der Lieblingscharakter der Leute in der Serie. Ich habe jetzt keine aktuellen Umfragen, aber ich habe so das Gefühl, wenn ich so ein bisschen irgendwo lese, Shuka kommt schon ganz gut weg eigentlich. Die Männer stehen auf diese Yandere Girlfriend, was ich nicht wirklich verstehe, aber anscheinend mögen sie es und ich glaube, Shuka ist auf jeden Fall Yandere, also man kann sie auf jeden Fall Yandere nennen. also vielleicht deswegen, keine Ahnung. Ich glaube, ich mochte die Rolle so, weil ich den Anime einfach so toll fand. Weil wenn du es vergleichst mit anderen Rollen, die ich habe, wo ich in so Edgys spreche, wie dieses Kandagawa, was du gerade gezeigt hast, weißt du, das ist spaßig, aber es ist was ganz anderes, wenn du für so einen ernsten Anime sprichst, wo es einen Plot gibt, wo irgendwas passiert und nicht nur alle nackt und stöhnt, sich gegenseitig die Web zu betatschen. Wieso kauft ihr sowas? Ich meine, kauft weiter. Unterstützt. Es ist ja okay, Eleni, ist überhaupt kein Problem. Wenn du nicht mehr edgy sprechen möchtest, dann werden wir dich zukünftig nicht mehr... Das ist okay, du scheinst ja sehr ausgelastet zu sein mit deinem Final Fantasy Spielen. Da wollen wir dir die Zeit auch nicht mit edgy Synchronrollen natürlich versauen. wunderbar. Ja, nein, also ich Spaß beiseite. Ich kann das verstehen. Ein edgy hat natürlich ganz andere Werte als ein Darwin's Game oder ein Drama oder sowas. Da haben die Charaktere auch eine ganz andere Tiefe als das. Also, ich verstehe, was du sagen möchtest. Sie haben eine Tiefe. Genau, sie haben überhaupt eine Tiefe. wie war das denn? War das anders, im Studio aufzunehmen, dadurch, dass es ein Simuldub war, verglichen mit einem normalen Job, wo man keinen Simuldub, also wo man einfach eine Serie, die schon komplett gelaufen ist, aufnimmt?
Ja, also es war total anders. Ich habe den Simmeldub geliebt, weil, also erst einmal im Synchron, das ist so unsicher. Man weiß nie, wann man einen Job hat. Zum Beispiel heute wurde ich für übermorgen gebucht und das ist immer so stressig. Beim Simmeldub wusste ich, dass ich jeden Mittwoch da sein muss und das war schon mal mega cool. Außerdem war es schön, weil ich dann jede Woche dann auch meine Freunde gesehen habe, weil die waren ja auch am gleichen Tag dann im Studio. Also war es immer so ein Treffen im Studio, das war echt cool. Und wahrscheinlich kennen sich nicht viele aus, mit wie Synchronsprecher bezahlt werden, aber Synchronsprecher bekommen immer extra Geld, wenn sie kommen, allein fürs Kommen. Und da wir so oft gekommen sind, haben wir auch schön viel Geld bekommen. Das ist total schön. Das war sehr nice. Zum Glück reden wir nicht gerade über ein Edgy, sonst wäre das sehr zweideutig. Ah, siehst du hast den Perversen. Genau, das ist ja auch, wenn dann, ihr wisst, off-camera, ja, wenn dann die Eleni mit ihrer Girls-Gang unterwegs ist, da ist das Niveau im vierten Untergeschoss angesiedelt. Aber vor der Kamera dann, da ist der Basti der Böse. Ja, ja, ganz klar, so läuft das hier. Ich bin unschuldig, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, ich habe gar keine Freunde. Es stimmt. Bis auf die, die du in München triffst, wenn du zum Sprechen da bist. Du verstrickst dich in Widersprüche. Ich wäre ein guter Detektiv geworden, glaube ich. Ja, Detektiv. Hast du sonst irgendwie jetzt in letzter Zeit Projekte gesprochen, über die du schon sprechen darfst? Also ihr müsst ja immer ein bisschen aufpassen, dass ihr nichts verratet, was noch nicht angekündigt ist. Aber irgendwas, was du noch besonders cool fandest, so die letzten Monate? Ja, leider. Ich habe was ganz Cooles, was ich noch nicht verraten darf, aber kommt noch. Aber was ich verraten darf, in Flip Flappers habe ich eine der zwei Hauptrollen gesprochen. Und das fand ich sehr schön, weil ich liebe Romance. Mhm. Ich glaube, darauf bin ich hinaus. Deswegen mag ich kein Edgy, weil ich finde, da gibt es kein Romance. Und bei Darwin's Game gab es Romance, das fand ich so schön. Und bei Flip Flappers gab es auch Romance, sogar Yuri. Das fand ich mal was ganz anderes, das fand ich sehr schön. Und ja, genau, da spreche ich die Kokona und der ist, glaube ich, ab... Der ist jetzt schon erhältlich, seit 2. Juli oder so. Also ja, das war echt cool. Flip-Flop ist so nice. Sehr gut, jetzt fehlt mir eine Follow-up-Frage. Willst du mehr Werbung machen für andere Publisher? Willst du das denn wirklich? Also wir sind ja offen für alles. Also wir wollen ja nicht immer nur auf uns so krass fokussieren, auch wenn wir natürlich möchten, dass die Leute am Ende der Sendung bei uns im Shop etwas einkaufen. Aber wir sind offen für alles. Wir sind ja eine große Community. Also darf ich wegen Kandagawa schon? Was? Du kannst, weiß nicht, wir haben die Sprecher für Kandagawa noch nicht angekündigt, aber du kannst natürlich jetzt schon mal spoilern, weil du ja eh gerne spoilerst, wie wir vorhin gemerkt haben. Hey, ich mach's Spoiler, das ist aus Versehen. Also ich sag nur, dass ich in Kandagawa jetzt mal eine Rolle hatte, die ganz anders war als das, was ich erwartet hätte. Und das hat extrem viel Spaß gemacht, obwohl es ein Edgy ist, aber die Rolle war sehr erfrischend, tatsächlich. War das ganz anders. Wortwitze, erfrischend. Wegen dem Wasserpiston jetzt schneide ich, warum du lachst. Aha, ja, ich weiß, ich bin heute sehr low im Niveau angesiedelt. ja, wir stellen übrigens für die Community, also wir stellen in den nächsten 2-3 Wochen irgendwann, stellen wir die Synchro dann nochmal komplett vor mit allen Sprechern. Und dann werden wir, wenn Lenny nicht erst in der letzten Folge vorkommt, tatsächlich weiß ich nämlich nicht, wen du sprichst, ich habe den Cast noch nicht gesehen, ich lasse mich da mal überraschen. Wenn du nicht in der letzten Folge vorkommst und irgendwas spoilerst, dann werden wir dich auch dann im Clip hier natürlich wahrscheinlich, hoffentlich sehen. Das freut mich. Super. So, gucken wir mal. Community, habt ihr irgendwelche Fragen, außer wann das Sword Art Online Stream Game kommt? Das ist eine Frage, die antworte ich später. Aber wenn die Community Fragen hat, dann fragt. Vielleicht wollt ihr wissen, was Spencer heute zum Frühstück hatte oder... ihr wollt wissen, wie viele Stunden Eleni schon in Final Fantasy 14 gesteckt hat? Haut raus. Eleni bemalt... Spencer hatte übrigens Frühstück. Bitte? Ich habe ihn gefüttert, okay. Du hast ihn gefüttert, dafür hat es gereicht. Ja. Eleni, du hast, als wir uns letztes Jahr, glaube ich, getroffen hatten auf der Anime-Messe, hast du mir erzählt, du hast auch einen pinken Space Marine. Aus Warhammer 40.000. Ich habe drei. Drei sogar. Hast du die da? Kannst du die mal zeigen? Ich finde die nämlich mega geil. Wenn du die holen. Ja, wir warten kurz und schauen mal, ob eine Frage kommt dazu. Also ich hoffe, du bist halt nicht 5 Minuten weg. Das ist ein hervorragendes Interview, wo man seinen Interviewpartner einfach wegschickt.
um Warhammer-Miniaturen zu holen. Aber Lenny hat mir ein Foto gezeigt von einem pinken Space Marine und ich fand es mega cool. Und ich finde es immer wieder auch nett, wenn ihr seht, so ein bisschen die Sprecher, die für uns sprechen oder die generell an mir sprechen, das sind teilweise auch schon ziemlich harte Nerds. Also ihr habt ja gesehen, Eleni spielt Final Fantasy und zockt auch generell relativ viele, bevor sie Final Fantasy gespielt hat. Hat sie mir letztes Jahr schon erzählt. Deswegen wollen wir das gerne mal immer so ein bisschen ins Rampenlicht ziehen, wenn da eine gewisse Nerdhaftigkeit vorliegt. So, jetzt bin ich gespannt. Soll ich sie schon zeigen? Ja, zeig mal. Also die hat mein Bruder für mich angemalt. Ich dachte, du hast die angemalt. Nein, ich kann doch sowas nicht. Deine Fingernägel sind auch bunt, das ist ja nicht so viel Unterschied. Die habe auch nicht ich gemacht. Ach so, war das der Vince? Auf jeden Fall könnt ihr sehen, die LGBT-Flagge, Glitzer auf dem Boden. Und ja, es sind insgesamt 3. Die sind wunderhübsch. Irgendwann habe ich eine Armee, aber da müsste mein Bruder mal schneller machen. Jakob, falls du zuschaust, 3 reichen nicht. Mach schneller, ja. Also so eine 1000-Punkte-Armee brauchst du noch ein bisschen, bis du da bist. Ja, also ich habe das Spiel nie gespielt, aber man braucht schon so ein paar, oder? Ja. Also es gibt tatsächlich so kleinere Varianten, da kannst du mit relativ wenig Figuren spielen, aber da reichen 3 noch immer nicht. Aber wenn du natürlich mal so eine schöne epische Schlacht machen willst, dann brauchst du schon so 30, 40 Figuren mindestens. 30, 40, Jakob, okay. Und du brauchst dann auch Panzer. Er soll dir bitte mal einen pinken Panzer malen. Ja, das wäre so süß. Gut, deswegen brauche ich ja wahrscheinlich auch in der Ende, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, du solltest pinke Flugzeuge und pinke Panzer haben. Jakob, mal. Danke Ihnen. Jetzt will ich wirklich einen pinken Panzer haben. Hey. So, wir haben eine Frage von Anikori. Sie möchte wissen, was spielst du bei Final Fantasy XIV? Was für eine Rasse? Wahrscheinlich, oder? Rasseklasse? Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber das sind diese kleinen niedlichen. Diese. Ja. Die Süßen. Die Süßen, klar. Die kleinen Kinder. Kupos. Ja, heißen sie Kupo? Oder machen sie Kupo? Die kleinen Teddybärchen. Nein. Die haben keine Tieröhrchen oder so. Die sind einfach wie Elfen, aber so klein halt. Ach so. Davon gibt es 2 Sorten. Ich weiß nicht, welche von den beiden ich bin. Frag mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir das Niedlichste ausgesucht. Das war meine Priorität. Und das habe ich jetzt. Süße, kleine. Anikori, ich glaube, damit erübrigt sich auch die Frage nach Tipps. Wenn Eleni noch nicht mal weiß, wie ihre Klasse heißt, sie wird dann sagen, ach ja, ich habe einen super Tipp, du musst mal bei dem Händler vorbeigehen. Der steht da in diesem Dorf, ja, da ist eine Straße und eine Straßenlaterne und rechts ist noch ein Gebüsch. Das ist voll der gute Händler. Ich bin in einem Dorf, also ich töte viele von diesen Tieren da draußen, damit ich Punkte sammle. Ich bin so... Ich habe bis jetzt nicht viel gemacht, aber ich versuche es. Aber du spielst gerne, ja. 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 Visionär, total witzig. Visionär hat genau die gleiche Frage, die ich dir vorhin im Tech-Check gestellt habe. Kommt der Name Spencer von Hallo Spencer oder Bud Spencer? Mein Opa nennt ihn Bud Spencer. Ich kenne diese Person nicht. Ich bin zu jung dafür. Spencer kommt von einer Serie, der ist Criminal Minds, ich weiß nicht, wer sie kennt. Da heißt einer Spencer Reed und ich habe meinen Hund nach diesem Charakter benannt. Frag mich nicht, warum. Ich war zu der Zeit sehr besessen von der Serie. Da ist Spencer übrigens. Wo ist Spencer? Also. Ach, da unten. Oh, hat er sich hingelegt und ist niedlich. Ja, oder? Sehr niedlich. So, gucken wir mal. Dann hatten wir noch eine Frage. Gehst du auch auf Conventions? Ich liebe Conventions und ich gehe sehr oft tatsächlich, also man fragt mich manchmal, ob ich so zu den kleineren gehe, da bin ich jetzt nicht so oft, aber die Dokomi zum Beispiel, Animagic und wie ist die andere? Du meinst die Anime-Messe, wo ich dich letztes Jahr interviewt habe? Auf der Anime-Messe war ich da zum ersten Mal, in Potsdam, nein, da bin ich nicht so oft, aber bei Dokomi, Animagic war ja früher auch in Bonn. Genau. Da war ich auch öfter. Jetzt in Mannheim war ich nur 2-mal auf der Animagic. Aber Dokomi ist meine Lieblingscon, da bin ich eigentlich jedes Mal und ich versuche wirklich oft auf Cons zu gehen. Also ich suche immer jemanden, der mich umsonst reinbekommt, weil ich like the bean. aber solange ich das hinbekomme, dann gehe ich auch auf jeden Fall. Ja. Und das, obwohl sie Simuldub spricht und jeden Tag Anfahrtsgage bekommt, ja?
Trotzdem ist sie immer pleite. Mach euch, was du gut hast. So, was haben wir hier denn noch? Welches ist dein Lieblings-Final Fantasy? Hast du überhaupt ein anderes gespielt als jetzt das 14er? Hast du von den alten, anderen alten mal irgendwas gespielt? Ich habe 10 und 13 angefangen, nicht beendet, aber mein Lieblings-Final Fantasy ist tatsächlich 7, aber nicht wegen dem Spiel, sondern wegen diesem Film. Den habe ich, als ich klein war, sehr oft geguckt. Advent Children, glaube ich. Genau, ja. Genau, den Film habe ich echt geliebt, als ich klein war, und deswegen mag ich die Charaktere auch. Die kommen auch in Kingdom Hearts vor, die meisten, deswegen sind das meine Lieblingscharaktere. Also würde ich sagen Final Fantasy 7. Kingdom Hearts hast du auch gezockt? Ich liebe Kingdom Hearts auf jeden Fall, ja. Welches ist das Beste von den dreien? Uff, also auf jeden Fall 1 oder 2, 3 war nicht so toll. Von 1 und 2 würde ich... Also wegen der Nostalgie würde ich eigentlich 1 sagen, aber ich glaube von Gameplay her war 2 besser. Finde ich. Ich habe nur 1 gespielt, ich muss mich da zurückhalten. Ich fand 1 total toll. Fand allerdings das Gameplay ein bisschen hakelig teilweise. Also, ja, da am besten für sich, aber im zweiten. Du musst weiter spielen. Dann muss ich das zweite vielleicht auch mal spielen. Ja, ich brauche Zeit. Zeit. Ja, so viele Spiele, so wenig Zeit. Ja. Ich würde das gleiche sagen, aber es wäre gelogen. Ich habe Zeit. Ja, tschim. Hast du noch Pläne für dieses Jahr? Irgendwas Aufregendes, was ansteht? Wir haben jetzt Halbzeit. Also für mich dreht sich alles um Synchron. Das heißt, ich kann nicht einfach in den Urlaub und so. Das ist eigentlich echt schwierig, weil man hat immer die Gefahr, Sachen zu verpassen, wenn man nicht da ist. Eigentlich wollte ich dieses Jahr noch nach Japan, aber wie es momentan ist, man kann ja nicht sagen, ob das überhaupt möglich ist. Das wäre das Einzige, was ich vorhatte dieses Jahr, außer Synchron. Und da das wahrscheinlich nicht passiert, sage ich einfach mal Synchron, Synchron, Synchron und Synchron. Und noch mehr Synchron. Ja. Fährst du dieses Jahr auf die Dokumi? Oder setzt du aus? Ah, die Dokumi ist ja so ein heikles Thema. Also, ich glaube, ich werde da sein. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich finde es halt auch schön, dass man irgendwo versucht, etwas zu organisieren. Und für die Publisher, für die Manga-Verkäufer und all das, ist ja so eine schöne Chance, mal ein bisschen was zu verdienen, jetzt wo alles abgesagt wurde, und ich will das halt auch irgendwo unterstützen. Also kann es gut sein, dass ich auf die Dokumi gehe. Ich würde vorher erst sehen wollen, wie sie das machen mit den Sicherheitsmaßnahmen. Also, dass die vielleicht mal ein paar Bilder zeigen und so. Aber wenn ich sehe, dass das einigermaßen funktionieren könnte, ohne dass wir alle am Ende sterben, dann kann es gut sein, dass ich vorbeischaue. Ja, dann freut euch drauf. Ja. Ihr könnt dann Eleni hinter der Maske erraten. Ihr habt ja jetzt, ihr könnt ja jetzt mal einfach mit Photoshop, ja, malt ihr mal eine Maske über ihr Gesicht und dann macht ihr ein Foto davon, dann könnt ihr auf der Con rumlaufen und könnt das abgleichen. Ich sehe auf jeden Fall schöner aus mit Maske. Was, du siehst schöner aus mit Maske? Wer hat dir sowas gesagt? Selbst. Ach komm, jeder denkt das. Wir alle denken, wir sehen viel cooler aus, wenn wir so eine Maske haben. Ist einfach so. Weiß ich nicht, ich finde, wir sehen alle so Gangster aus. Und ich bin eigentlich, weißt du, so ein Unschuldslamm. Da komme ich nicht mit klar, wenn ich so Gangster aussehe. Also wir haben so eine Korean Band. So BTS und so. Magst du BTS? Stehst du auf K-Pop? Oh Gott. Also ich finde die Jungs super niedlich. Sie können auch super tanzen. Aber ich finde, alle Songs klingen mehr oder weniger gleich, ohne unhöflich sein zu wollen. Bitte bringt mich nicht um. Weil die sind echt krass, diese BTS-Fans. Aber an sich bin ich jetzt kein... Wie heißt das? Es gibt einen Namen dafür, oder? Wenn man ein Fan von denen ist. Ich habe keine Ahnung. Also, es... Army, da gibt's... BTS Army, genau. BTS Army. Ja, nein, da bin ich nicht dabei. Aber wie gesagt, die Jungs sind echt süß und beim Tanzen schaue ich da gerne mal zu, aber ansonsten... Das ist tatsächlich auch das Einzige, was ich dem abgewinnen kann. Ich bin ein großer Fan von gut choreografierten Tanzvideos. Genau. Und das ist tatsächlich das Einzige, wo ich sage, okay, ja, da haben sie ein bisschen Respekt für verdient. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Ja, cool. Ja, ich also könnte sich gut auskommen, das kannst du glauben. Ich weiß nicht, ist nicht unbedingt mein Typ, weißt du. Okay, na gut. Aber ich möchte da den Mädels auch ihr Ding lassen, ja. Also wenn ich
Boybands, da haben wir mal irgendwas, was ich nicht verstehe. Ich fand jetzt auch damals, ja, weißt du, meine Generation war so New Kids on the Block und Take That oder NSYNC. Kennst du gar nicht, ja, bist du viel zu jung für, ich weiß schon. Who the fuck are New Kids on the Block? Und ich habe damals das auch schon liefert. Also ich habe tatsächlich nie irgendwie gesagt, okay, ich verstehe, dass die Mädels die gut finden, weil sie gut aussehen, weil ich dachte so, die sind irgendwie so voll hochgestylt und so, also die erfüllen alle irgendwie halt genau ihre Rolle, ihr Klischee, ja. Und das muss ich doch durchschauen. Oh, Philipp sagt East 17. Ich weiß, dass Philipp im Chat schreibt East 17, weil niemand anders außer Philipp würde East 17 schreiben. Aber das kennst du auch nicht, ist auch vor deiner Zeit. Ach, kenn ich auch nicht. Okay. Kennst du auch nicht, ja. Egal. Nun gut, Eleni. Wir sind auch damit schon fast durch. Schade. Es war witzig. Ja. Wie immer. Und was ich total schön finde, ist, dass, wenn wir das so hier machen, dass tatsächlich nicht andauernd die Fragen kommen, hey, wie bist du Synchronsprecherin geworden? Hey, wie kann ich denn Synchronsprecher werden? Das ist sehr schön. Ein großes Lob an die Community. Weil ich habe immer schlechtes Gewissen, wenn ich die Frage nicht stelle. Aber da sind Fragen, um die kommen wir drumherum, weil dann letztendlich, glaube ich, auch nach dem dritten Sprecher wiederholen sich die Antworten. Und dann hast du jede Woche die gleichen Antworten. Das ist ein bisschen... Nee, das ist auch die Angst jedes Sprechers, wenn ich jemandem sage, ich bin in einem Interview, dann sagt er, oh nein, da kommt sicher die Frage. Ich so, nee, bei Peppermint nicht. Bis jetzt hatte ich bei dir, glaube ich, nie diese Frage, tatsächlich. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Nee. Guck mal, aber kommt vielleicht ja auch irgendwann noch. Du hast ja noch ein paar Jahre vor dir in der Branche, hoffen wir. Irgendwann kommt dann bestimmt auch mal ein Stream, wo jemand fragt, hey Eleni, wie bist du eigentlich Sprecherin geworden? Ich krieg diese Frage 1000 Mal auf TikTok. Da können wir noch drüber reden. Guck mal, dann haben wir noch 3 Minuten. TikTok ist ja mein Lieblingsthema. Erzähl mal, du bist ja bei TikTok auch recht groß am Start. Was geht da so? Naja, TikTok. TikTok ist peinlich, okay? Es ist immer peinlich, wenn Leute, die du kennst, deine TikToks schauen. Es ist immer sehr unangenehm. Aber es macht Spaß. Ich mache auf TikTok halt. Ich bin einfach ich und mache meinen Blödsinn und keine Ahnung. Es gibt ein paar Leute, die finden das cool. Ja, 70.000 habe ich gehört. Guck mal, bei TikTok ist so viel. Bei TikTok kann man super schnell Tausende von Follower bekommen. Es ist immer der Algorithmus. Wenn TikTok ein Video von dir pusht und es viele Likes und Kommentare bekommt, dann geht es immer weiter, weiter, weiter und ja, du kannst plötzlich in einer Nacht tausende Follower steigen. Ich verstehe gar nicht, warum ihr so wenig Follower habt. Ihr macht ja irgendwas falsch. Wir machen noch nichts Cooles. Wir haben ja bis jetzt noch so ein paar Ausschnitte gepostet. Wir werden, sobald Nora aus dem Urlaub da ist, gibt es ein Konzept. Also es gibt Konzepte tatsächlich, was wir anfangen werden, jetzt im Juli bei TikTok zu machen. Da bin ich mal gespannt. Dann werden wir gucken, ob wir cool genug sind, dass wir auch mal tausende Follower generieren. Aber weiß ich nicht. Du pushst uns dann, ja. Ich baue dann voll und ganz drauf, dass Eleni ihre Army immer sagt, hier, geht mal zu Peppermint und like die. Mach ich. Also ich glaube, mittlerweile auf TikTok gibt es, dass man live gehen kann zu zweit. Also können wir auch mal auf TikTok live gehen. Oh geil, das machen wir mal. Ja, auf jeden Fall. Das klingt abgefahren. Leute, freut euch drauf. Ihr müsst jetzt alle jetzt einen TikTok-Account machen, damit ihr dann Eleni und mich live bei TikTok sehen könnt. Ja, weil das gibt es sonst nirgendwo zu sehen. Nirgendwo. Ja, was? Außer hier machen wir. Ach, außer hier. Ja. Aber das ist ja jetzt zu Ende leider. Wenn die Leute mehr wollen, dann TikTok, ja? Genau. Eleni, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag mit Spencer. Dankeschön. Viel Erfolg beim Final Fantasy Spielen und beim Synchronjobs an Land ziehen. Vielleicht dann ja doch auch mal wieder ein Edgy. Ich habe gehört, die sprichst du ja. Ich liebe Edgy, habe ich dir jetzt noch von erzählt. Ich mache nichts lieber als. Mach's nochmal, bitte. Das klingt super. Das nehmen wir gleich und packen es noch in die Deleted Scenes von Kanagawa rein. Yes, wird super. Eleni, mach es gut. Vielen Dank fürs Interview. Dir auch, viel Spaß. Noch. Bis bald. Tschüss. Bye-bye. So, jetzt muss ich die Eleni stumm machen, bevor sie anfängt, noch weitere unflätige Sachen von sich zu geben. Ja? So wie sie das gerade getan hat. Das war Eleni Möller im Interview. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Woche weiß ich noch gar nicht, wen ich am Start habe, aber auch nächste Woche haben wir einen Interviewpartner hier.
Und als Info, ja, wenn ihr Interviews verpasst habt in den letzten Wochen, wir haben ja unter anderem Patrick Keller, den Kirito-Sprecher, gehabt, Vincent Fellow, den Cautious Hero, den Seiya aus Cautious Hero und jetzt habe ich vergessen, Maris Gavriles, ja, Sosuke und OKB aus Steins Gate, haben wir letzte Woche gehabt. Die ganzen Interviews gibt es hinterher bei YouTube auf unserem Channel zum Angucken, da könnt ihr reinklicken, machen wir auch eine Playlist für, wo die alle drin sind. Und wenn ihr auch mal irgendwie News verpasst habt, die größeren News gibt es da dann auch immer in der Playlist zum Anschauen.